So, ihr Lieben, vielen Dank für euer Interesse. Ja, gerade die, die jetzt vom Arno rüber geschwappt sind, würde ich nochmal begrüßen. Hat sich ja ein bisschen was getan, sozusagen. Ja, danke dafür. Was soll ich sagen? Es sind super liebe Leute, Tina, Arne und die zwei Vierbeiner, ja, Tyson und Queenie. Und es macht riesen Spaß mit denen. Wir haben erst noch ein paar Baustellen, also zwei Baustellen fertig zu machen, und dann haben wir angefangen mit unseren Schnitttests und so weiter. Die Makita ist durchaus so. Ich habe da nicht dran gedacht, weil ich es wenig benutze, hat so einen Booster-Modus. Bei mir ist es aber so, ich habe nachgerechnet, die Akkus sind bei mir tatsächlich schon mindestens 5 Jahre alt. Also da ist auch der eine, weiß ich, der steigt jetzt langsam aus, der nächste zieht nach. Ich sollte fairnesshalber mal sehen, dass ich neue Akkus besorge, die vorzugsweise mit Ladestandsanzeige, und dann kann man den Test nochmal neu durchführen. Das wird auch nicht so ein Problem, glaube ich. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es mal in die Kommentare, weil wenn es keiner sehen will, brauche ich es auch nicht filmen. Ja, ansonsten viel Spaß beim Video. Ich melde mich später nochmal. Dabei. Thank you.
Wenn man ein Blasgerät hat, braucht man keinen breiten Besen. Ich wollte gerade sagen, oh, du hast aber einen ziemlich schmalen Besen. Dann sehe ich das Blasgerät und dachte ich, naja, das kann ich mir jetzt auch sparen. Lächeln! Das ist ein Ding! Mit dem Akkupack auf dem Rücken habe ich auch nicht gesehen. Das willst du auch nicht haben. Also ich nehme beim nächsten Mal wieder meinen Benzinkombi-Motor zurück. Also witzigerweise, also der Akku-Booster schluckt echt die meiste Energie. Damit kriegst du den Akku in einer halben Stunde leer, während du mit der Heckenschere den in der ganzen Woche nicht leer kriegst. Ja. Und das Akkupack ist...
halt echt das Gewicht, ne? Die Leistung ist da. Also die ist auf jeden Fall stärker. Das, das war auch gar nicht meine Intention, war die halt, ich kenne die und ich weiß, dass die auch schon gut und leicht ist, aber die musst du halt jedes Mal anziehen. Genau, und du krabbelst ja halt nur noch auf den Knopf. Du hüpfst eine halbe Stunde durch den Baum, willst ein Äste abschneiden, aber das meiste machst du eben mit der Handsäge, wenn du eine scharfe Klinge hast, Sägeblatt, dann bist du ruckzuck durch. Richtig. So, und dann willst du mal irgendwo was Dickeres und bist zu faul, die Handsäge zu nehmen. Und dann musst du die dreimal anziehen und das Ding machst du an und musst du laufen lassen. Pumpen, also, choken etc. Pp. Musst du laufen lassen und die Kapazität vom Akku ist begrenzt. Ich meine, ein Akku bei Husqvarna, der doppelt bis dreimal so groß ist, oder bei Stihl, braucht man nicht drüber reden, dass der auch länger hält. Ja, nur die kannst du auch für nichts anderes benutzen. Ne? Aber die haben halt mehr Gewicht. Du schleppst die ganze Zeit eine Säge mit dir rum, leicht, damit du hier und da mal... Ich glaube sogar, dass... Die sind gleich ungefähr. Ich denke auch. Also gefühlt ist es identisch. Ja. Und du hast, wie gesagt, hier halt echt das Problem, da gebe ich dir völlig recht. Die ist zwar klein und leicht und echt geil für die Pflege, aber du musst halt jedes Mal anreißen. Ja, gerade wenn du jetzt, wenn die zwischendurch immer wieder kalt wird und du musst dann wieder pumpen und choken. Das hast du hier nicht. So, und hier drückst du auf den Knopf und hier ist sie da. Ne? Und das ist das, was ich wollte. Ja. Dass der Akku kann sein, dass der nach 5 von den Schnitten, kann sein, dass er dir schon am Absterben ist, ja. Aber was hast du bei der Pflege nicht? Und was ja noch geil ist, sie kostet mal einen Bruchteil, ne? Ich meine, selbst die liegt, glaube ich, irgendwo bei knapp 400. Ja. Ne? Und die kostet 100 Ende 70, ja. Ja. Super. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Bist hinten vorne fertig. Ja, wie gesagt, wenn du sie aus dem Baum schmeißt. Ja. Tut nicht so weh. So, aber wir wollten natürlich auch nochmal die Huskies testen, ne? Also ja, brauchen wir aber mal ein Stämmchen. Wollte ich gerade sagen, müssen wir uns mal irgendwie müssen wir ein Stämmchen haben. Einen Stamm suchen. Voll, das reicht ja. Willst du beide testen? Wir können auch, wir können beide, beide hier, dass jeder mal schneidet. Aber entjungfahren darfst du natürlich dein Geburtstagsgeschenk, ne? Na also gut. Schneid mal den Waldbart ab, schneid dann zwei Scheiben. Und dann kannst du mal zwei Scheiben mit deiner schneiden. Ja. Und dann schneiden wir mal abwechselnd zwei Scheiben. Was wollte ich gesagt haben? Genau, wie gesagt, hier Husqvarna, Ole seine, Halbmeißelkette, Marcel seine, Vollmeißelkette. Marcel hat übrigens, ihr könnt euch vielleicht noch an ihn erinnern, wenn ihr mein Ein Tag mit Gustl im Wald Video gesehen habt, ne, der ist Norica Rückefährt, das ist hier der Papa von dem Norica. Der macht halt Rückearbeiten und Holzeinschlag mit dem Pferd, hat da eben auch seinen eigenen YouTube-Kanal, der heißt auch Gustl aus dem Wald, yep. Ne, weil der halt mit dem Pferd ist. Und jetzt vor kurzem hat Marcel noch einen zweiten Kanal aufgemacht, weil Marcel halt eben auch Baumpfleger ist. Und der heißt eben Baumpflege Fire. Ja. Ne? Also wenn ihr da mal, ich pack das unten mit den Link rein, könnt ihr gerne mal reingucken. Ne? Einen jungen, aufstrebenden YouTuber unterstützen. Und vor allem finde ich halt die Arbeit mit dem Pferd so geil. Und das hat mir den Tag im Wald auch echt richtig Spaß gemacht. Weil das eben auch ein Lebewesen ist, keine Maschine. Und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass wir wahrscheinlich hier oben auch noch Arbeit kriegen. Genau, ich habe mir jetzt ein Projekt auf den Hals geholt, wo man ausnahmsweise hier, obwohl wir ja gar keine wirklichen Wälder haben, aber ich habe halt einen Kunden, der ist Privatwaldbesitzer und der braucht eine Erstdurchforstung. Und da wollte der Förster mit dem Harvester reintouren. Und da hat mein Kunde halt gesagt, nee, ich habe hier meinen Stammbaumpfleger, der immer alles für mich macht und der hat einen Bekannten mit dem Rückgefährt und dann sollen die das doch bitte schön machen. Also. Und ich sag mal, die paar Stunden Anfahrt, wenn das für eine ganze Woche oder so ist oder vielleicht sogar noch länger, lohnt sich das. Für eine kleine Spaßveranstaltung schuppel ich den Gusten nicht quer durch Deutschland, aber wenn es dann auch Arbeit gibt, dann macht man das auch. Ja, es muss sich lohnen, ne? Also das ist ja 5 bis 6 Stunden, also eher 6, weil mit dem Pferd nochmal Pause machen und so, 6 Stunden Fahrt, das würde ich natürlich dem Tier und er erst recht nicht natürlich nicht antun wollen für einen Tag. Ne? Das muss sich dann schon, der muss sich ja auch wieder akklimatisieren und regenerieren können. Aber es ist eine geile Sache. Er kennt es halt schon, dass man außerhalb fährt, dass man mal in einem anderen Stall ist, dass da gearbeitet wird und dass er wieder nach Hause kommt und so. Das ist auch ein Lernprozess für das Tier und Gewöhnungsprozess und das hat er gut im Griff. Montagearbeitspferd. Ich habe im Feldbett vor der Box geschlafen bei dem im Winter. Ja, cool. Haben so abends zusammen Video geguckt auf dem Laptop. Guti, ich schneide mal den Waldbart ab hier und dann gucken wir mal. Ja.
Das, wie gesagt, 55 Mark so ohne seine Halbmeißelkette. Dann darf jetzt der Marcel seine entjungfahren. Erster Schnitt, Vollmeißelkette. Läuft ruhiger, gell? Also ich denke mal, von den Späten her und so weiter wirst du nicht viel Unterschied merken, aber ich glaube, die Kette läuft an sich ein bisschen ruhiger durch den Halbmeißel. Das ist ja das, was ich im Video schon gesagt habe, von Vollmeißelketten, ja. Die neigen halt zum Rattern, ne? Ja. Das ist so, die neigen zum Rattern. Dafür beißen die ein bisschen aggressiver, ja. Aber ich habe das oben, gerade oben im Baum, habe ich das eigentlich lieber, wenn die Kette ruhiger läuft. Ja, dann scheiß klar. Auf die Nö, das 5 ich, Sekunden, das die keiner. Vielleicht schneller ist, das will auch wenn die mir dafür zurückspringen. Du willst auch keinen Kickback und gar genau, richtig, ne? Also gerade beim Eintauchen, wollte ich gerade ja. sagen. Ja. Aber läuft schön. Und nochmal Halbmeißel. Gefühl her würde ich sagen, von der Zeit her kein Unterschied. Also ich finde, die gehen halt gut, nur ist das natürlich auch kein Holz, wo die wirklich Probleme mit haben, ja, weil da müssten wir noch was Dickeres nehmen, dann würden die Zeiten vielleicht noch einen größeren Unterschied machen. Aber vom Gefühl her, Halbmeißelkette läuft ruhiger, Vollmeißelkette ist vielleicht ein bisschen schneller, werden wir sehen. Ich nehme aus Jux jetzt nochmal die Echo. Ja, die Makita ist da raus. So ziemlich. Also, das ginge. Ich nehme aus Jux nochmal die Echo. Recht gut schlägt, aber weil wir ja gerade eine Vollmeißelkette da haben, ihr habt wieder Dreck auf dem Auge und ich habe eine Vollmeißelkette auch auf der 261 habe, hole ich jetzt mal aus Spaß die 261, kalte 261 Vollmeißelkette. Bis gleich. Ich schneide mit dir noch mal kurz. Jo.
Da verlässt mich die Geduld. Das ist halt so. Ich habe auch schon mal, da habe ich eine Robinie angefangen mit der Fällung. Zack, zack, paar Schnitte. Sag ich, gib mir mal die 200er hoch. Ja. Das ist jetzt nichts. Da hatte ich die neu und dachte, probier's mal aus. So, ich habe jetzt die 261 geholt. Die ist noch kalt, also das ist jetzt kein Knietest. Wie gesagt, das machen wir jetzt mal, weil wir gerade Sprüche kommen, das ist meine Säge, die kann nicht so viel hochjagen wie ich will, wenn sie kalt ist. Referenzzeit. Wir danken Tina fürs Schneiden. Ja, genau, ja. Tina kann sich danach erquälen, wie sie die Zeiten wieder rausfindet. Wir gehen jetzt nochmal hoch in den Shop. Der Marcel hat nämlich unseren Sale genutzt und hat fleißig bestellt. Wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, weil ich das außer bei Facebook. Es macht übrigens vielleicht Sinn, Tina auf Instagram zu abonnieren. Und es macht vielleicht auch Sinn, uns auf Facebook, Mertens-Bestüberledigen oder einfach Baumpflege Mertens, auf Facebook auch zu adden. Sagt man das so? Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ihr uns halt folgen wollt, Facebook ist halt tagesaktueller, da poste ich mindestens dreimal die Woche von Kranbaustellen, von anderen Baustellen oder alles, was wir so machen oder auch wenn wir dann auf Messe fahren oder so. Tina zeigt sich manchmal auch von ihrer weiblichen Seite auf Instagram, sodass das vielleicht auch für einige interessant ist. Da bin ich also auch völlig raus, da habe ich nichts mit zu tun. Facebook betreue ich noch. Also wie gesagt, wir haben Sale in unserem Shop. Das heißt, wir haben die Sachen etwas runtergesetzt. Wir können sie nicht extrem reduzieren, weil wir eben diese biozertifizierten Druck haben und diese biozertifizierten T-Shirts, die sind halt im Einkauf teurer. So, da bin ich nochmal. Zu den T-Shirts möchte ich sagen, ich glaube, das hier ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Ich habe mir auch zwei oder drei geholt zum Wechseln und habe fast nur diese T-Shirts an. Das heißt, zum Arbeiten in der Freizeit, weil ich mag das, wenn die Leute vorbeilaufen und gucken und denken, was heißt denn Affe plus Biber? Was soll das sein? Ja, dass das ein Baumkletterer ist, da kommt halt kaum einer drauf. Aber das ist schon irgendwie schön, das ist ja auch eine Art von Werbung. So, und die Dinger sind ein Jahr alt und der Druck ist eigentlich immer noch gut. Ja, er hält, er tut, was er soll, er ist sichtbar. Und vor allem ist es halt nicht so ein riesen Plastikding, wie man das manchmal hat, wo man unten drunter schwitzt, als hätte man eine Regenjacke an. Die sind super angenehm, super gut zu tragen, tolle Qualität, kann ich nur empfehlen. Ja, holt euch die letzten weg. Sonst mache ich es, glaube ich. Na ja, gut. Also, über Gustl, also vom Gustl wird jetzt auch noch ein neues Video geben. Wir haben eine kleine Baustelle gekriegt mit ungefähr, ja, sind nur 10 Festmeter Birke einzuschlagen, rauszuziehen. Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, ein paar umzuschmeißen und was hängen geblieben ist mit dem Gustl rausgezogen. Der Rest wird jetzt noch die Tage gemacht. Und haben sich jetzt auch schon Leute gemeldet, weil wir ja hier drüben für die NABU eine Entbuschung gemacht haben, ob ich dann bei denen auch kommen würde. Die haben dann eine Entbuschungsaktion vor, so ein Naturschutzverein. Und da sage ich, ja, das für so kleine Vereine und so weiter kommen wir gerne mit Schule, Kindergarten und Bürgermeister und was alles los ist. Gustl find's toll. Und weil ich weiß, er find's toll, machen wir das. Ja, ich habe die Filme eigentlich erst gemacht oder nur gemacht, um zu zeigen, dass es mit dem Pferd kein Quatsch ist. Ja, viele, die Maschinen kennen, sagen, oh, Maschine und Festmeter und feuerfrei. Leider Gottes sehen die Wälder auch so aus wie feuerfrei. Ja, und auf lange Sicht kann das nicht gut sein. Da brauchen wir nicht
studiert haben früher. Ja, und ich sag mal, nur weil wir E-Mails innerhalb von Sekunden verschicken können, muss nicht alles genauso schnell gehen. Wir sind mit dem Pferd, bin ich auch nicht langsam. Zumindest nicht, wenn er im Training ist. Wenn ich jetzt immer nur so stückweise was kriege, kann ich von denen keine Höchstleistung verlangen. Das geht nicht. Ich kann nicht jemanden vom Büro Schreibtisch holen und auf Marathon schicken. Das ist halt einfach nicht machbar. Und ja. Dann wird es noch was geben, wahrscheinlich hier mit der Grube Fortuna. Die haben so ein Projekt, wo ein Schmied da ist. Und da habe ich jetzt schon gesagt, naja, wollen wir den Leuten nicht auch mal zeigen, wie denn das Holz zum Ofen kommt. Und da wollen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich mag halt diese alten bodenständigen Werte. Das ist halt so mein Ding. Bis dann.